würde, dann wäre Amerika definitiv keine Weltmacht mehr. Na, ich finde, es ist allgemein eh nur noch eine Frage der Zeit, weil die nächste Weltmacht wird China. Ja, die sind ja ein Riesenland. Also die haben das Potenzial Außerdem dazu. haben die, man hat Testflüge von Drohnen gesehen, die den Amerikanern bis zu 10 Jahren voraus waren. Also, ich Oh. sag so, die Chinesen haben eine Flotte, mit denen sie jetzt Amerika schon über den Pazifik Riesenprobleme bereiten könnten. Allerdings glaube ich, dass sie warten, bis Amerika es irgendwie scheiße baut. Und sobald Amerika geschwächt ist, dann geht's ab. Und dann haben wir das Problem mit den amerikanischen Stützpunkten in Deutschland, weil Amerika den Krieg von Europa aus was zu führen versuchen wird. Das hast du heute schon ganz oft gesagt. Was machst du eigentlich währenddessen in SMP? Ich kann einfach nur wie blöd rum. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch, ich bin die ganze Zeit jetzt draußen bei der Stadthalle rumgerannt und einfach rein und wieder raus und irgendwo anders rumgerannt. Naja, das ist halt wieder eins der typischen Videos, die ich auch richtig gerne bei anderen Leuten gucke, die man einfach nebenbei laufen lässt und dann irgendwas dabei macht und einfach nur zuhört. Ja. Also ich würde es auf jeden Fall hammermäßig freuen, wenn da irgendjemand mal Scheiße. Kommentar zu hinterlässt, weil mich würde auf jeden Fall mal Scheiße. eure Meinung interessieren. Was los? Was denn? Was denn? Wenn du nur A sagst, dann weiß niemand, was los ist. Ich spiele gerade zwei Games im Hintergrund und ich war total gut equipped und bin in die Lava gefallen. Der neben mir ist auch die Lava gefallen, jetzt hat einer, der gar nichts gehabt hat, gewonnen. Alter, what the fuck, Mann? Was ist da wieder Lava los? Ja, da war so ein Eisengitter und da war eins frei und das sieht man immer nicht und dann, ja. Niklas, sag mal kurz irgendwas Spannendes, weil ich bin gerade nicht auf meinem PC. Ach, du bist nicht an einem PC? Nein, jetzt gerade nicht. In 10 Sekunden wieder. Aber jetzt gerade nicht. Aha, du läufst immer. Das kannst du mit einem neuen Mikrofon auch nicht mehr machen. Jo. Außer du verlegst das ganze Haus Kabel. Ach klar, mache ich das. Das wäre doch Ja, lustig, wo du ich mache überall dein einfach Mikrofon. USB-Verlängerungskabel, USB-Hub. USB-Verlängerungskabel, USB-Hub. Nimm einfach aktive Verlängerung, dann brauchst du keinen USB-Hub. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine aktive Verlängerung, das ist sozusagen ein Verstärker dabei am Ende der Leitung. Da kannst du ganz viele hintereinander klemmen. Ach so. Da kannst du so 100 Meter machen oder so, das wird lustig. Jo. Ach, ich geh mal kurz ins Brückencenter. Hallo! Obwohl, sicher, dass es nur 100 Meter bis da drüben sind? Das war ein Spaß. Oder du gehst mal kurz in die Videothek gegenüber. Jo, das würde funktionieren. So. Ja, dann gebe ich hier gleich mal meinem C. Ich musste nur kurz gucken, nochmal am PC von meiner Mutter, weil ich habe mir das Mikro über ihre Daten bestellt und musste jetzt gucken, ob da auch alles geklappt hat mit dem Bestellen, weil ich hatte da gestern noch ein paar Fehlermeldungen. Fehlermeldungen? Genau, Fehlermeldungen. Und da muss ich jetzt, habe ich jetzt geguckt, ob alles passt. Was kam da? Man kann nicht über Mastercard bezahlen, anscheinend hat er irgendwas falsch gemacht. Und deswegen musste ich alles auf Bankeinzug ändern und jetzt funktioniert das anscheinend. So, hast du noch ein Thema oder sollen wir die Aufnahme erstmal beenden? Weil ich meine, wir haben jetzt über 1,5 Stunden Aufnahme. Ich weiß nicht. Okay, dann beenden wir jetzt erstmal die Aufnahme. Ja, hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, schreibt eure Meinung in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall brennend interessieren. Und ja. Hast du auch eine wichtige Folgenlänge, also eine gerade Zahl, damit du in 15 oder 10 Minutes Parts? Das ist mir scheißegal, ich nehme einfach nicht so wieder auf. Also, bis dann und ciao. So, hallo und herzlich willkommen hier zum neuen Part Let's Play Life a Dream. Ja, das erste Let's Play, das ich hier jetzt mal mit meinem neuen Mikrofon aufnehme. Ja, für alle, die es interessiert, das ist das T-Bone SC450 USB. Ein, ich sag mal, nicht übertriebenes Großmembranmikrofon. Weil, ja, mit übertrieben meine ich jetzt diese typischen Mikrofone, wo man dann noch ein extra Mischpult und so braucht. Und das finde ich alles ein bisschen übertrieben, als habe ich mir so eins geholt. Ich denke, die Audioqualität dürfte jetzt echt gut sein. Und ja, auf jeden Fall gut genug für einen YouTube-Kanal mit nur 76 Abonnenten. Ich habe immer noch zu wenig Geld. Das ist sehr schlecht. Ja, dann werde ich jetzt heute einfach ein bisschen wieder weiter jobben. Und ja, dann später
Mal gucken, vielleicht suche ich mir noch jemanden, der mir Geld leiht. Vielleicht finde ich auch gleich jemanden. Das wäre ganz praktisch. Genau, das werde ich jetzt erstmal als erstes machen. Ich werde in der bei der Stadthalle jemanden suchen, der mir Geld leiht. Oder ich gehe zur Bank. Eins von beiden. Obwohl, ich kann gleich zur Bank gehen und wenn er den... Ach, obwohl, wer soll denn schon zur Bank kommen? Wahrscheinlich nicht so viele, schätze ich mal. Zur Bank muss man ja eigentlich nur einmal, um das Parkour zu öffnen, sonst fällt mir gerade kein Grund ein. Allerdings kenne ich auch den Server nicht so gut, damit man da, damit mir da jetzt was, damit ich jetzt alle Funktionen kenne. So, Sekunde. Gut. Ja, dann gehen wir mal zur Stadthalle. Gucken. Eine Sekunde. Ja, ich bin gerade am Aufnehmen. So. Ja. Warte ich hier. Gott, so. Geh. Ganz weg zur Bank fahren. Und mir Äftel auch noch Geld geben, um ein Bankkonto zu, komm, zu eröffnen. Hab nur Geld auf der Bank. Und ohne Konto kann ich nichts abheben. So, mal gucken. Okay. Das ist natürlich scheiße, wenn ich jetzt noch bis Level 3 spielen müsste. Ja, ich denke mal, das würde ich dann alles offscreen machen, weil... Naja, ich meine, jetzt kann ich ja noch nicht so viel machen. Ganz ohne irgendein Geld. So, mal gucken. Warum gerade jetzt der Level 3 Geld geben? Okay, dann fahr mich PLS noch Stadthalle. Dann mache ich jetzt Bauer und ja, mach Mecken. Bauer und dann Mecken. So, dann werden wir gleich nochmal Bauer. Machen wir schon mal. Und dann werde ich den Beruf wahrscheinlich auch gleich behalten. Man muss einfach sagen, man verdient echt gut damit. Also, man fährt halt nur blöd auf einem Feld herum, aber ist echt nützlich. So. Ah, cool, dann kann ich mich noch gleich mal mitnehmen. Also, wenn du das siehst, ne? HMS, ich danke dafür. Finde ich echt geil, damit ich hier rumgefahren werde. So, Arbeitsamt, Job kündigen. Bauer. So.
So, und da ist noch jemand. Warte kurz. Komm mal. Komm zum. Zur Farm. Ne, komm zu. Komm. Zum Bauerort. So. Dann, ja. Weil das Messer wollte mir auch Geld geben. Ach, ich bin so berühmt. Okay, anscheinend doch. Mal gucken. Jetzt bin ich gespannt. Mist. Oh. So gut, dann. Ja. Also wie gesagt, wer es ist hier, Bunga Bunga, dann. Ja, auf jeden Fall weiß ich geil von dir. Dass du das magst. Ja, freut mich auf jeden Fall. Damit es auch noch Menschen, nette Menschen in der SMP-Szene gibt. Man sieht das immer wieder bei anderen YouTubern, damit. Ja, oft YouTuber Probleme haben in der SMP-Szene, weil ja die Community nicht immer so nett ist. So. Oh, das ist immer ein schönes Auto. Turismo. Oh, 1 Liter. Da kommen wir aber weit. Oh, 40 Liter. Okay, da kommen wir weiter. Und dann haben wir auch gleich Geld, dann können wir auch irgendwas machen. Sobald ich dann ein bisschen Geld, dann frage ich ihn nochmal, ob er mir irgendwas auftut, so wie noch im